Es ist nicht bekannt, ob David Friedrich Strauß und Agnese Scheebest miteinander verwandt oder verbunden waren. Dieser Satz ist die Quintessenz eines kleinen Textes, den der sogenannte Chatbot GPT auf die Frage nach Agnese Scheebest und David Friedrich Strauß in Sontheim bei Heilbronn produziert hat. In einer ersten Version hatte die künstliche Intelligenz sogar behauptet, die berühmte Sängerin Agnese Scheebest sei in Heilbronn geboren. An zu wenig Information in digitaler Form kann es nicht liegen. Sowohl das bahnbrechende und seinerzeit sensationelle Buch des Theologen David Friedrich Strauß, Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, als auch die Autobiografie der damals ebenso prominenten Sängerin Agnese Scheebest sind als Digitalisate im Internet verfügbar. Dieser literarische Ort könnte dem Chatbot die fehlenden Antworten liefern. Hier lebten Strauß und Scheebest, nachdem sie am 30. August 1842 in Horkheim geheiratet hatten. Agnese Scheebest, die in vielen europäischen Städten gefeierte Opernsängerin, hatte mit der Hochzeit ihre Konzertkarriere aufgegeben. Sie war 1813 in Wien geboren und in Theresienstadt aufgewachsen. Sie erhielt in Dresden ihre Ausbildung als Sängerin und hatte seit 1832 Engagements und Gastspiele in Städten wie Berlin und Leipzig, Prag und Budapest, in Paris, Mailand, Riga und vielen anderen. 1837 begegnete sie bei einem Gastspiel in Stuttgart zum ersten Mal dem 5 Jahre älteren Theologen und Gelehrten David Friedrich Strauß. 5 Jahre später erhörte die Diva den Theologen. Ein gelungenes Stück Arbeit, wie sich Strauß in einem Brief rühmt. Er wurde durch die Liebe gar zum Dichter. Sonett an Agnese. Wie ich zuerst dich als Romeo sah, die Töne hörte, Jubel, Klagen, Bitten, wo Lieb und Leid, Lust und Verzweiflung stritten, nein, Höheres gibt es nimmer, schwur ich da. Kaum war das berühmte Paar in das allein vor dem Dorf Sontheim stehende ehemalige Landhaus des Deutschen Ordens eingezogen, erschien in der Augsburger Allgemeinen Zeitung eine Homestory über Dr. Strauß in Sontheim. Sie zeichnete in bunten Farben und ausführlich das Idyll eines glücklichen Ehepaars vor den Toren der Stadt. Links vom Salon das Zimmer der Hausfrau mit zierlichem Arbeit und Schreibtisch. Dann die freundliche Schlafstube, wo die buntblumigen neuen Pantoffeln des Doktors den Scherz herausforderten. Rechts vom Salon das Tusculum des Gelehrten, eine Eckstube mit 2 Fenstern. Das eine, nach Norden, zeigt ein vorzügliches Landschaftsbild. Heilbronn, dessen brauner gotischer Turm sich vom Traubengrün des Wartbergs hebt. Das Schlösschen, wie Emma Niendorf es nennt, hatten die Deutschordensritter im 18. Jahrhundert außerhalb der engen Mauern der Reichsstadt Heilbronn erbaut. Doch die eheliche Idylle währte nicht lang. Schon vor der Heirat war bei vielen die Skepsis groß gewesen. Alle Welt hatte aufgehorcht, weil der große Geisteskämpe es bei seiner Schwerblütigkeit wagte, einer leichtlebigen österreichischen Opernsängerin, noch dazu einer Katholikin, die Hand zum Bunde für das Leben zu reichen. Es kam, wie befürchtet, trotz der beiden gemeinsamen Kinder trennte sich das Paar schon bald. Strauß nahm sich ein Jahr nach der Hochzeit eine Wohnung in Heilbronn und 1848 erfolgte dann die endgültige Trennung. Die Kinder lebten zunächst bei der Mutter in Stuttgart. Strauß musste Alimente zahlen. Noch 1863 spricht Agnese Scheebest in einem Brief von den Alimenten, welche mir mein von mir getrennt Lebender, nicht geschiedener, guter Mann seit 15 Jahren reichen muss. Beide lebten in gewissermaßen prekären Verhältnissen. Strauß konnte nach seinem kirchenkritischen Bestseller von 1835-36 nicht mehr mit einer Anstellung im Kirchendienst oder an einer Universität rechnen.
Agnesische Best gab Schauspiel- und Gesangsunterricht. 1857 veröffentlichte sie ihre Memoiren unter dem Titel »Aus dem Leben einer Künstlerin«, ohne David Friedrich Strauss und ihre Ehe direkt zu erwähnen. 1861 publizierte sie das Buch »Rede und Gebärde«, Studien über mündlichen Vortrag und plastischen Ausdruck. Zur selben Zeit kehrte David Friedrich Strauss nach Heilbronn zurück. Er hatte seit 1849 in verschiedenen Städten gelebt. Sein Sohn Fritz lebte nun bei ihm und besuchte das Heilbronner Gymnasium. Strauss schreibt in einem Brief: »Hier am Orte habe ich das Gymnasium recht brav, die alten und neuen Bekannten freundlich und zuvorkommend gefunden. Aber Stadt und Gegend sprechen mich nicht an. Ein anregender Umgang fehlt mir. Und was besonders schlimm ist, das mir so dringend nötige Spazierengehen ist durch den unglaublichen und unerhörten Schmutz aller Straßen sehr erschwert.« Strauss wohnte damals zur Miete im Blässchen Palais vor dem Zülmertor. 1864 verließ Strauss die Stadt wieder. Er starb 10 Jahre später, 1874. Agnesische Best war schon 1869 in Stuttgart verstorben.